Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben in diesem, ja, in der Grand Avenue Station, wo wir einen der, der Feuerwehrmänner gerettet haben. Aktuell haben wir nur noch eine weitere offene Nebenmission, die wir gerade machen können. Oder wo wir gerade eben Informationen dazu haben. Aber... Riddlers nächste Prüfung ist in Bristol. Aber die können wir jetzt gerade, glaube ich, noch nicht machen, weil ich glaube, dazu haben wir die noch nicht die Gadgets für. Oder Fähigkeiten, whatever. Egal, ab zum Rain Tower. Schwupp. Nein. Ich hoffe doch, dass die Fledermaus in der Explosion gestorben ist. So, rein hier. Wie schön, dass Sie auftauchen, Mr. Wayne. Ich schätze, Sie waren für den Vordereingang nicht passend gekleidet. Ist die Entschlüsselung abgeschlossen? Vollständig entschlüsselt. Ich habe den neuesten Funkverkehr der Milizen und die entsprechenden Koordinaten auf Ihrem Rechner hinterlegt. Danke, Lucius. Ich kann das Netzwerk nach Arkham Knights Stimmmuster durchsuchen und den Standort seiner letzten Übertragung bestimmen. Na dann, machen wir doch mal den Scheiß. Identität bestätigt. Guten Abend, Mr. Wayne. Lade Wellenform zur Analyse hoch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Scanne Funk nach Stimmmusterübereinstimmung. Position bestätigt. Ich hab's. Der Knight sendet aus dem Miyagani-Tunnel-Netzwerk. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Wayne. Da Sie gerade hier sind, wir haben an weiteren Verbesserungen Ihres Wagens gearbeitet. Sagen Sie mir, worauf wir uns konzentrieren sollen. Sehr gut. Dann gucken wir doch mal. Wir können entweder den Waffengenerator Mark 3 reinballern oder den CPU-Virus. Machen wir mal den Virus. Habe ich selbst programmiert nach diesem... Ich melde mich, sobald es fertig ist. Falls Sie noch etwas brauchen... Ich bin die ganze Nacht hier. Selbst wenn ich es... Viel Glück, Mr. Wayne. Sie wissen, wo Sie mich finden. Und damit haben wir neue Panzer in Miyagani. Bis zu den Tunneln unter Miyagani zurückverfolgt. Gute Nachrichten, Sir. Aber ich sehe Hinweise auf eine starke Präsenz von Drohnen in diesem Gebiet. Es wäre Irrsinn, sie ihnen ohne das Bettmobil zu stellen. Ist notiert. Soll ich den Südeingang öffnen? Warte noch, bis ich da bin, Alfred. Soll eine Überraschung werden. Ah, da steht das Batmobil. Diamondback. Batman hat sein Diamondback ausgeschaltet. Drohne getroffen. So. Status-Update. Panzer am Eingang ausgeschaltet. Alfred, ich bin am Tunneleingang. Öffne die Tür. Einen Moment, Sir. Ich greife auf das Sicherheitssystem des Gebäudes zu. So, Dankeschön fürs Türchen öffnen. Alfred, noch eine Brandschutz. Öffne sie für mich. Sie haben mich aus dem System geworfen. Sie wissen wohl, dass ich hier sind. Kein Problem, Alfred. Ich finde einen anderen Eingang. Irgendwelche Fortschritte?
Fortschritte mit dem Gegenmittel? Auf dem Weg. Hey, ich habe schon länger nichts von Barbara gehört. Ist sie okay? Ihr geht's gut. Sie arbeitet für mich an einer Sache. Es ist wichtig. Sie ist in Sicherheit, ja? Nein. Keine Sorge, Tim. Such einfach nach dem Gegenmittel. Aber wir lügen dich einfach an, damit du dir keine Sorgen machst. So. Und damit du erst recht nicht herkommst. Weil nicht mal Batman will Robin in diesem Spiel. Ich verstehe aber, warum du es dem alten Jimbo nach seinem hysterischen Anfall nicht gesagt hast. Dennoch, wenn du dich auch so um Barbara sorgen würdest wie dein kleiner Lakai, dann wäre sie vielleicht nicht erst entführt worden. Ah, da. Liebe steht unter keinem guten Stern. Wie bei uns beiden, Betsy. Und dein Kreuzzug reißt sie auseinander. Also nochmal. Barbara wurde entführt. Und wollen wir ehrlich sein, sie ist wahrscheinlich... Du lügst den Wunderknaben darüber an und der gute alte Jim zieht allein los, um den Tag zu retten. Ist wohl nicht der beste Tag deiner Karriere, was? Nope. Bedrückt dich etwas? Ja, du nervst. Joker. So. Schon. Lass Robin davon ziehen. Du kannst ihn nicht für dein Heilmittel schuften lassen. Und flupp. Zudem, wenn er da draußen stirbt, dann musst du ihm nichts von Barbara erzählen. Win-win. Solange da Panzer sind, darf die Miliz nicht auf mich aufmerksam werden. Glaubst du wirklich, er wird deine Jokeritis heilen? Ha, vergiss es! Ich bin chronisch, Brucey. Ich bin immer da. Wir wissen doch, für mich gibt es keine Heilung. Schüpp-di-dup-di-du. Früher, als es nur dich und mich. Hallo, Knight. Du bist nirgendwo hinter alter Verluste. Reifst und verwebt, titanbeschichtet, gepanzert, nicht übel. Außer man weiß genau, schon wohin man schießen muss. Hat nicht jeder. Du bist gut, dunkler Ritter. Besser noch, als ich dich in Erinnerung hatte. Dein Tod macht das nur umso befriedigender. Keine Sorge wegen Barbara. Ich kümmere mich besser um sie, als du es je getan hast. Batman ist im Kontrollraum. Zeigt ihm, was passiert, wenn er sich an meine Stadt vergreift. Mal ganz kurz von der Schussverletzung erholen. Och nee, keine Muskelprotze, ich mag die nicht. Zack.
die Kombi war es, die ich nutzen muss. Ich habe immer die falschen Tasten gedrückt. Muss ich nicht. Jawohl. Na, jetzt. Schon wieder der falsche. Mann. Dann bin ich halt so fertig. Und zack. Oh Gott. Ja, dafür müsste man aber diesen Panzer auch wirklich aktiv nutzen und nicht einfach nur irgendwo reinfahren. Nö. So. Sie sind also wieder im Wagen, Sir. Ich schnappe mir den Platz. Er ist hier im Tunnel. Hoffen wir, dass er Miss Gordon bei sich hat. Also. Na. So, weg mit der Verkleidung. Ruf damit. So, Soldat, wo ist der? Der Fahrer ist nicht der Arkham Knight, aber er wird wissen, wo ich ihn finden kann. Wie fühlt sich das an, den falschen Mann zu jagen? Hm. Aber die Technik können wir nutzen. Illegale Übertragung. Ich weiß, wie du denkst. Also kann ich dich auch schlagen. Wo ist er? Bei Barbara Gordon. Sie
gehört jetzt uns. Kannst du dir vorstellen, was der Neid mit dir anstellen wird? Kannst du dir vorstellen, was ich mit dir anstellen werde? Was machst du? Nein, das kannst du nicht machen. Pinguin. Für den Angriff bereitgestellt. Der Neid ist zu ihm, will ihn bezahlen. Das war's. Mehr weiß ich nicht. Bitte Gott, aufhören! Fällt dir sonst noch was ein? Er nutzt eine Tiefkühlfirma als Tarnung. Die Laster verteilen Waffen in der ganzen Stadt. Wie heißt sie? North! North Refrigeration! Danke. Alfred, kannst du alles über North Refrigeration für mich rausfinden? Natürlich. Dürfte ich fragen, wieso? Der Pinguin liefert Waffen an den Arkham Knight. Und zurzeit ist er unsere heißeste Spur zu Barbara. Ich kümmere mich gleich darum, Sir. Ah, wie ich sehe, versucht Mr. Fox sie zu erreichen. Lucius. Mr. Wayne, die Verbesserung für Ihr Batmobil ist einsatzbereit. Der Batwing ist unterwegs zur Grand Avenue. Perfekt, dankeschön. Und jetzt wieder mehr IA-Herausforderungen oder was? Nee, haben wir nicht, okay. Kommunikation ist jetzt sicher verschlüsselt. Soll ich ihn blockieren, um weitere Störungen zu verhindern? Halte den Kanal offen, Alfred. Je mehr er redet, desto mehr erfahre ich. Wie Sie wünschen. So, da ist der Batwing wieder. Mit neuem Spielzeug. Sir, wir verfolgen ein sich schnell bewegendes Flugobjekt auf der Grand Avenue. Das Ding hat gerade einen Haken mit 12G geschlagen. So was habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Zeig mir, was es bedeutet, in den Krieg zu ziehen. Der Drohnenvirus überschreibt die Feinderkennungssysteme der Milizdrohnen. Eine infizierte Drohne wird statt des Batmobils andere Drohnen anvisieren. Sehr nice. Wenn der Virus bei höherer Wachenenergie eingesetzt, werden mehrere Ziele infiziert. Sir, ich habe die Kontrolle über eine Drohne verloren. Er überschreitet meine Befehle. Schritt auf, erledigt ihn. Rattler zerstört. Ja, kann ich eigentlich ganz gut mithalten. Du Jungspund. Danke, Alfred. In der Zwischenzeit? Scans zeigen, dass der Arkham Knight seine Lieutenants mobilisiert hat. In Panzerwagen, die durch die Stadt fahren. Eines dieser Fahrzeuge haben wir markiert. Falls Sie die Gelegenheit nutzen möchten, es auszuschalten. Gut, werde ich. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder von Let's Play Batman Arkham Knight. Bis dahin und tschüss.